Schönen guten Morgen, Sven. Einen wunderschönen guten Morgen. Wer bist denn du? Ich bin Sven, ich bin der Betriebsleiter in der Beta. Herzlich willkommen in Hannover. Okay, wir schauen uns mal die Halle an, oder? Unbedingt. Dann komm mal mit. Genau. Komm ich mal hinterher. Ja, der weltgrößte Flur. Aber wir haben zwei Hallenteile. Wir haben einmal den ersten Hallenteil, das ist die Beta 1. Die ist 2019 an den Start gegangen. Und dann in Corona haben wir irgendwann mal die Beta 2 noch dazugenommen, weil das war einfach logisch. Ihr seht gerade, ist auch die Norddeutsche für die Jugend gerade am Laufen. Also deswegen sind wir ja auch gemeinsam hier. Gehen wir mal hier rein. Unser Check-in. Hier kriegt man dann das, was man so braucht. Also natürlich das Allerwichtigste, Kaffee, ein bisschen Merch-Zeug und ein paar Riegel. Und genau, das ist die Beta 1. Unsere Umkleiden befinden sich dann hier. Genau, und die Notausgänge zur rechten Seite. Genau. Gut. Dann haben wir hier den alten sozusagen Teil mit dem Lounge-Bereich. Und das Witzige ist, die Leute fragen uns immer, wo ist euer Trainingsbereich? Den haben wir gut versteckt. Kommt mal mit. Dann gehen wir mal gucken. So, hier ist normaler Hallenbetrieb, ne? Ganz genau. Ja, das ist das Coole, wenn man zwei Hallen hat. Dass man dann in der einen Wettkampf und in der anderen dann ganz normal. Aber hier sehe ich gerade an der Wand so eine Farbskala. Ja, genau. Ja, seht ihr ja, genau. Muss man nicht viel zu erklären. Also wir schrauben nach Farben. Es ist eben bei uns nicht die Grifffarbe, sondern ganz klar die Schildchenfarbe, so wie ihr es da habt. Für die Leute, die es ein bisschen leichter haben wollen, haben wir noch draufgeschrieben Level 1 bis Level 7 dann. Und was wir noch haben, ist Gold. Gold ist dann jenseits von Gut und Böse. Okay. Genau. Dann, du wolltest uns den Trainingsbereich zeigen. Genau, damit man jenseits von Gut und Böse klettern kann, haben wir hier unseren Trainingsbereich. Hier findet ihr auch alles, mehr oder weniger, was ihr braucht für ein Training. Für mich reicht's allemal. Genau, also von den Kugeln übers Campusboard zum Steckbrett, Klimmzüge, Bänder, alles am Start. Wer will, noch ein paar Zusatzgewichte, dann hier auch, ne, mit. Also einiges an Spielzeug da für den Kletterer, genau, der ein bisschen trainieren möchte. Cool. Genau. Und das ein bisschen versteckt hier hinter, ja, hinter dem Mittelturm. Ja, das hat aber den großen Vorteil, der guckt ja halt auch keiner auf den Hintern. Das finde ich immer gut. Du kannst hier trainieren. Gut, schauen wir uns noch mal weiter um. Unbedingt. Ja, gehen wir noch mal hier durch die Kurve. Und der Name sagt lange Wand. Klar, haben wir hier. Hier ist ja noch alles ein bisschen überhängend. Okay, genau. Locker 30 Meter, ne? Ja. Also genau. Verzerrt mit dem Weitwinkel immer ein bisschen. Unbedingt. Wie oft schraubt ihr um? Wir schrauben jede Woche, dienstags und mittwochs, immer die entsprechenden Sektoren, wie wir es dann anschreiben. Wir haben vorne auch so eine Infotafel. Bei uns auf dem Insta-Kanal haben wir auch extra so ein Story-Highlight, wo wir sagen, ey, wir schreiben jetzt Steuerbord und Backbord um als Beispiel. Ja. Aber wie gesagt, dienstags und mittwochs ist immer der große Schraubertag. In der Regel sind wir dann auch um 17.30 Uhr mit dem Schrauben fertig, dass man dann abends durchstarten kann. Hunde gibt es hier auch? Hunde sind hier erlaubt. Darum haben wir auch so Hundeparkplätze eingerichtet. Gibt es auch diverse hier in der Halle. Wir haben alle Hunde, wir lieben Hunde. Sie sollten dann sehr vorbildlich wie hier natürlich an der Leine sein. Das wäre sehr schön. Wir haben extra auch so Schildchen gemacht. Ich möchte nicht angefasst werden oder ich möchte gestreichelt werden. Oh, ey, volles Risiko. Tim gibt alles. Genau. Und genau, in dem Fall lassen wir die wohl am besten mal in Ruhe. Die kenne ich nämlich auch gar nicht. Gut, genau. Gehen wir mal in die zweite Halle, oder? Ja, gehen wir mal hier rum. Ah, ich zeig dir hier noch was. Wir haben nämlich hier noch die kleine Halle. Das Besondere an der kleinen Halle ist, dass wir hier extra für die Kleinen, sage ich jetzt mal ganz liebevoll, schrauben. Ihr seht schon, das Raster ist zwar ein bisschen kleiner auch, aber wir schrauben auch mit kleineren Abständen hier. Das heißt, dass die Kleinsten, die Bock auf Bouldern haben, hier einfach bouldern. Und wir legen auch Wert drauf, dass wir halt Boulder schrauben und nicht so ein Spieleparadies machen. Weil spielen kann man auch draußen im Wald oder auf dem Spielplatz und hier ist halt gebouldert. Mhm. Ähnliches System auch hier wieder mit den Schildern vom Schwierigkeitsgrad her, mit von Level 1 dann in dem Fall bis Level 6. Also Wettkampf gerade hier, 200 Teilnehmer, das ist schon ein kleiner Rekord, glaube ich, für die Norddeutsche Bouldermeisterschaft der Jugend. Aber geil, oder? Ich finde es super. Also ist super. Richtig was los heute. Genau. Ja, hier in der großen Halle haben wir verschiedene Bereiche. Wir haben hier so ein bisschen von dem Wandshapes her, also das habt ihr eben an der langen Wand gesehen, das ist ja eher tendenziell überhängend gewesen. Wir haben hier Wandshapes, die jetzt hier in dem Fall auch überhängen, aber drüben ein bisschen plattiger sind. Wir haben hier auch Wandbereiche, die eben nicht 4,50 Meter sind, sondern nur 4 Meter. Und das soll halt einfach mal so ein bisschen die Einsteiger auch abholen. Wir haben hier auch deutlich mehr leichtere Boulder geschraubt als dann drüben in der Beta 1, damit man halt hier einen coolen Start in sein Boulderleben
generieren kann, würde ich sagen. Also auch hier drüben kann man ein bisschen trainieren? Ja, selbstverständlich. Also hier ist auch von den Schwierigkeitsgraden her, es sind halt mehr Leiste da, aber es ist halt immer noch genug Zeug da, um was zu machen. In Summe haben wir 1500 Quadratmeter Kletterfläche, ungefähr 320 Boulder immer, die wir präsentieren. Ich muss jetzt ein bisschen schätzen, ich habe nicht in die Baupläne geguckt, aber es sind, glaube ich, 2400 Quadratmeter Grundfläche. Genau, das Schöne ist, wir sind ja direkt in der, mehr oder weniger am Rande der Nordstadt, nah am Zentrum. Wenn ihr mit der Bahn anreisen wollt, dann geht das ratzfatz vom Hauptbahnhof. In 12 Minuten seid ihr hierher gelaufen. So, hier gibt es noch mal ein paar andere Spielereien. Genau, schöne Sprayball, genau. Und ein Moonboard. Na sicher. Gerade ausgeschaltet, funktioniert aber mit App. Mit App, na, genau. Wir haben auch extra noch mal eine Anleitung. Zack. Handy her und ab geht die Post. Genau, da kriegt ihr es nochmal genau erklärt, weil viele Fragen, da habt ihr genau das System, welches Brett, welche Griffe und so, und dann seid ihr relativ schnell online. Gut, Sprayball, kann man sich schön was zurecht definieren, auch von sehr steil bis steil. Und dann nachher im Livestream seht ihr dann halt auch die Wettkampfwand. Ne? Ja, Competition nennen wir es liebevoll, genau. Beschraubt ihr die im Alltag auch, ja, so Wettkampfstyle-mäßig? Mal so, mal so. Also wir werden immer mit der Schilderskala dabei arbeiten. Wir werden nicht diese Start-Stop-Situation oder Start-Top-Situation machen, wie es im Wettkampf üblich ist, weil viele einfach immer nachfragen und unsicher werden. Aber ansonsten sind hier schon auch echt gute Moves dabei und auch ein bisschen anspruchsvoller. Okay. Dann danke ich dir, Sven, für die Führung und euch, dass ihr dabei erfolgreichen seid. Wettkampf. Ne? Ja, danke. Gut. Cool. Ahoi.